Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen bei Play the Stuff. Ich durchstöbere seit ein paar Jahren Flohmärkte und Secondhand-Läden nach Videogames, Actionfiguren, Brettspielen und anderen ungewöhnlichen oder wertvollen Dingen. Bevorzugt aber nicht exklusiv aus den 80er oder 90er Jahren. Klingt spannend? Dann bleibt unbedingt dran und geht mit mir gemeinsam auf die Suche. Auf diesem recht kleinen, aber sehr feinen Flohmarkt habe ich richtig abgefahrene Sachen gefunden. Unter anderem Masters of the Universe, ein wertvolles Konsolenspiel, unglaublich coole Zeitschriften aus den 90ern und last but not least ein echtes Schwert. Fangen wir erstmal langsam an. Hier gibt es nämlich einen Donkey Kong 64 Spieleberater. Der Flohmarkt war an zwei Tagen in einer sehr coolen Location, das war so eine kleine Halle, die aber ganz viele abgetrennte Abteile hatte und so hatte jeder quasi seine eigene kleine Wohnung, in der er seine Sachen verkaufen konnte oder sein eigenes kleines Büro. Das war eigentlich ganz witzig, man war relativ ungestört, klar war es manchmal dann ein bisschen voll in diesen Abteilen, aber ich fand das cool. Es gab vor allem die Regale, die standen da halt auch schon, die musste man nicht mitbringen, zumindest in einigen der Räumen. Cooler Flohmarkt, noch ein Geheimtipp, allerdings wird er wahrscheinlich nicht ewig stattfinden, denn den gibt es nur, solange die Halle da frei steht. Trotzdem sehr, sehr cool und ich habe so verrückte Sachen gefunden, absolut abgespaced. Ein Stand, an dem habe ich unheimlich viel gekauft, so viele Stände waren es gar nicht, vielleicht 20, 30, aber an einem habe ich eingekauft wie ein Weltmeister, der war in zwei Räumen. Aber jetzt erstmal hier zu Donkey Kong. Was soll das kosten? 1 Euro. Das nehmen wir mit. Gut. Das schaffen wir. Damit man weiterkommt. Genau. Aber mir ist direkt um die Ecke, 100, 150 Meter. Dann geht's. Da kann ich ruhig mal hingehen. Dann geht's schneller als ein Code-Upscan in dem Fall. Na, guck mal, ist sogar das nächste Buch. Holt er dafür auch 1 Euro oder ist das teurer? Ja, dann nehme ich das auch mit. Ist da noch mehr Gaming-Bücher versteckt? Das meinte meine Mutter gestern sogar schon zu mir. Habe ich das nicht gesehen so, gestern? Aber, sie hat das hinterher erst hingelegt. Ja, da meinte sie schon so, oh, hätte er das gesehen, das hätte er bestimmt auch genommen. Das ist richtig. Alles, was mit Gaming ist, nehme ich gerne mit. Sehr gerne. Ja, guck mal, hat sich doch dafür schon gelohnt. Ja. Gar nicht schlecht. Viel Spaß damit. Danke, danke. Ja, super nette Leute. Auch insgesamt war die Stimmung auf dem Flohmarkt echt richtig, richtig gut an beiden Tagen. Ja, wie gesagt, es waren zwei Tagen. Wundert euch nicht, wenn die Gespräche manchmal irgendwie nicht zueinander passen. Da sind manchmal Sachen vom zweiten Tag so geschnitten, dass sie zuerst kommen, weil ich ja ein bisschen nach meinen Funden sortiert habe und die Highlight ans Ende schieben wollte. Nicht wundern, es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen um mich, ich bin nicht verrückt geworden. Hier gab es noch eine Kiste, DVDs und Blu-Rays, jeweils 1 Euro, beziehungsweise DVDs und 1 Euro, Blu-Rays waren wesentlich teurer, ich glaube 5 sollten die kosten. Ja gut, damit für mich nicht zur Diskussion, aber zu den CDs und DVDs zählten auch Spiele und da finde ich ein sehr gut erhaltenes Need for Speed Underground. Das habe ich nochmal mitgenommen, obwohl ich eigentlich ziemlich safe war, dass ich das schon habe. Aber in dem Zustand gerne nochmal geschnappt und es gab noch ein TIE Fighter vs. X-Wing. Das habe ich auch mitgenommen, habe ich auch schon, allerdings habe ich das nur in einer anderen Variante. Und da habe ich natürlich die neue bzw. andere Variante gerne nochmal mitgenommen, vor allen Dingen zu dem Schnapperpreis, da haben wir es auch schon. Ich habe die Big Box schon, C&C Generäle habe ich da gelassen, das habe ich schon, ich glaube sogar in der gleichen Version. Aber X-Wing ist halt auch ein Klassiker. Die gelten als DVD, nehme ich mal an, ne? Ja, genau. Dann würde ich die beiden nehmen. Zwei Bücher, jeweils 1 Euro, auch verdammt cool. Einmal haben wir hier Donkey Kong 64, der offizielle Nintendo-Spieleberater. Ja, fürs N64, ziemlich guter Zustand, wurde benutzt, aber sieht trotzdem noch gut aus. Ja, und ich denke mal, das hätte keiner von euch liegen lassen. Das sind auch Sachen, die nimmt man mit. Allerdings hatte ich den auch noch nicht. Ich habe ganz wenig Spieleberater, weil ich da einfach nicht bereit bin, irgendwie viel Geld auszugeben. Deswegen nehme ich den nur mit, wenn ich sie billig kriege. Wie in dem Fall. Hier haben wir noch einmal Mogul Power für PlayStation 2. Auch klassisches altes Buch, sehr cool. Auch hier ganz guter Zustand, ist gelesen, ist benutzt. Aber für 1 Euro ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ja, früher gab es halt das Internet noch nicht, zumindest nicht in der Form. Und da warst du halt froh, wenn du so ein Buch hattest und bist irgendwo nicht weitergekommen. Dann hast du halt geguckt, okay, ist hier mein Sheet drin. Und im besten Fall hast du einen gefunden, der dir auch geholfen hat. Das war schon ganz geil. Das ist nicht viel wert, ein 5er vielleicht. Donkey Kong weiß ich auch gar nicht, so 15, 20, denke ich mal, liegen die im guten Zustand. Für 1 Euro auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Schnapper. Haben wir nochmal zwei feine Games aus einer ebenso feinen Kiste. Beides absolute Klassiker. Einmal Star Wars X-Wing vs. TIE Fighter.
Alles da mit Anleitung, CD in gutem Zustand. Sehr cool. Das war der, ja, der Nachfolger von X-Wing mit einer verbesserten Grafik-Engine. Und X-Wing fand ich noch ein bisschen gruselig grafisch auf dem PC. Aber hier sind wir dann in andere Dimensionen vorgestoßen. Ich meine, man sieht ja hier an Screenshots, der Falke sieht schon aus wie der Falke. Da fing es langsam an, dass 3D-Grafik wirklich cool wurde. Sehr, sehr schön. Habe ich, glaube ich, sogar schon in der Big Box, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ist halt eine andere Variante und für das Geld nehme ich das natürlich nochmal mit. Hier haben wir nochmal Need for Speed Underground 2. Ja, der große Klassiker, was soll ich dazu sagen? Absolut genial. Das ist halt die alte, klassische Version in einem wirklich guten Zustand, komplett mit allem drum und dran. Ja, für das Geld lässt man das nicht liegen, würde ich sagen. Hier sind wir jetzt in meinem absoluten Lieblingsraum. Ich habe da bei den Platten geguckt, das ist am Sonntag gewesen, ich war Samstag schon mal da und habe eine sehr coole Metal-CD gefunden, deswegen dachte ich mir, schau doch mal bei den Platten. Interessant ist, die hatten zwei Räume, in den zweiten gehen wir gleich noch, da habe ich geniales Zeug gefunden, aber auch hier habe ich einiges gefunden. Den Verkäufer kannte ich übrigens, den kannte ich von früher von der Arbeit, ich hatte beruflich mal mit Tabletop-Rollenspielen zu tun und da habe ich den kennengelernt. Der hat damals sowas gespielt, recht intensiv, und der hat auch einiges von seiner Tabletop-Sammlung verkauft, angemalte Figuren. Ich glaube, die habe ich nicht auf Video, aber dafür andere Sachen. Wie gesagt, ich kannte den und ich wusste, der ist auf meiner Wellenlänge und ich wusste, der wird coole Sachen haben. Deswegen habe ich da auch ganz genau geschaut und er hat ein richtiges Highlight da gehabt, das seht ihr gleich. Gerade gab es noch ein paar Indianerfiguren, wahrscheinlich 60er, 70er, wenn jemand erkannt hat, wozu das Zeug dann dieser roten Kiste gehört. Gerne in die Kommentare, ich fand die ganz interessant, aber... Videokassetten habe ich mal eben durchgeschaut, war aber nichts Spannendes dabei. Aber jetzt kommen wir zum ersten Highlight, denn der hat da oben ein Spiel stehen, was bei eBay locker für 250 Euro drin ist. DSA, das schwarze Auge, Burg des Schreckens. Und ihr seht schon, das spiegelt nicht aus Spaß, sondern weil es noch in Folie ist. Guckt euch mal den Zustand an. Die Folie ist unbefleckt und unbenutzt. Wie geil ist das denn? Ich bin jemand, der auspacken würde und... deswegen kann ich das nicht kaufen. Das kann ich einfach nicht übers Herz bringen. Und ich würde aber reingucken wollen. Er meinte, ja, komm, für 80 kannst du es mitnehmen. Aber ich habe es da gelassen. Schweren Herzens, aber ich habe es da gelassen. Ich sehe den notfalls auch nochmal wieder. Das da, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Schwert. Kein echtes Schwert, aber auch kein Spielzeug, sondern irgendwas dazwischen. Ich habe es auch nur erkannt, weil ich das Hobby, zu dem das Teil gehört, eine Zeit lang betrieben habe. Was nehmt ihr hierfür? Ja, du. Ist aber ein Labschwert, ne? Was ihr hier seht, ist kein Spielzeugschwert. Zwar in gewissem Maße schon, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Das ist nicht irgendein Schrott, mit dem sich Kinder verprügeln, sondern das ist ein Labschwert. Ein Labschwert nimmt man für Live-Action-Role-Playing-Games, das heißt, man trifft sich am Wochenende, spielt zusammen eine große Geschichte, spielt einen Charakter, es gibt einen Plot, es ist quasi ein bisschen wie The Witcher oder Baldur's Gate im echten Leben. Es gibt NPCs, also Nichtspielercharaktere, die vorher gebrieft wurden, die halt dann da meinetwegen durch den Wald laufen und euch Aufgaben geben oder euch angreifen. Googelt's mal, macht echt Fun, habe ich früher gerne gemacht, ist allerdings schon 15 Jahre her. Trotzdem... coole Sache und ich hatte noch so ein paar Schwerter, aber die sind alle kaputt und ab und zu denkt man so, boah, ich hätte schon mal wieder Bock, mir das zumindest mal wieder anzugucken, so ein Wochenendlab oder so. Und dann ist es ganz cool, wenn man ein Schwert hat, denn das ist schon ganz praktisch, wenn man wehrhaft ist, selbst wenn man da dann meinetwegen einen harmlosen Charakter wie einen Händler oder so spielt. Okay, ich will nicht zu weit ausholen, das Thema Lab ist komplex, guckt euch einfach Videos dazu an. Auf jeden Fall eine coole Sache und ja, das ist ein Labschwert. Die Besonderheit ist, dass das einmal aus Schaumstoff ist. Und innen drin ist ein Kernstab, der das Ganze halt schon ziemlich fest macht, aber man kann damit halt wirklich feste zuhauen, ohne dass es weh tut. Das ist der Trick bei einem Labschwert. Die Dinger kosten richtig Geld. Das hier ist ein relativ hochwertiges, sieht man schon daran, dass wir hier wahrscheinlich sogar echtes Leder verarbeitet haben, so wie das aussieht. Und auch die ganze Sache wirklich schön verarbeitet ist hier mit dieser Blutrinne und mit diesen kleinen Ornamenten hier. Sehr cool. Ja, das ist ein Wikinger-Schwert, wie man unschwer erkennen kann. Hat eine ganz angenehme Länge und ja, bin froh, das gefunden zu haben. Vor allen Dingen für einen wirklich schmalen Taler. Die Dinger kosten na, ab 50 aufwärts so im Schnitt. Da könnt ihr auch mal gerne einen Huni lassen. Ich würde das jetzt neu so ungefähr bei
70 Euro einordnen, 60, 70 Euro. Ist aber nur eine Vermutung, ich bin da nicht mehr so im Thema. Früher war es auf jeden Fall so. Gefällt mir. Also wenn ihr sowas mal auf dem Flohmarkt findet, nehmt das ruhig mit. Ist auch zur Deko schön, weil vom Weiten sieht das nämlich echt aus. Und so nochmal kleiner Fun Fact: In den meisten Filmen werden ganz ähnliche Waffen benutzt. Die sind dann nur wesentlich kleiner und detailreicher und dünner, dass sie halt eher wie echte Waffen aussehen. Ne, hier kommt es primär darauf an, dass man keinem wehtun kann, auch wenn man richtig draufsemmelt. Auf den Kopf darf beim Lab im Normalfall eh nicht geschlagen werden. Und ja, wenn man damit auf den Körper schlägt, ist die Chance, dass was passiert, eigentlich fast null. Das ist wirklich wie Schaumstoff. Und es gibt da auch die Spitze hier von dem Stab ist zum Beispiel noch geschützt extra. Es gibt da ganz klare Auflagen. Die Waffen werden auch vorher geprüft, wenn man zum Lab geht. Meistens jedenfalls. Sollte jedenfalls so sein. Und dann wird halt gesagt, ja, die ist okay. Und wenn da einer irgendwas hat, was wabbelig und komisch ist, dann muss der sich was anderes aussuchen oder einfach nicht kämpfen. So, jetzt genug zum Lab. Cooles Teil. Hier haben wir noch ein interessantes kleines Brett bzw. Kartenspiel ohne Furcht und Adel. Das Design hat es mir direkt angetan. Hans im Glück macht gute Spiele. Und auch das Spielmaterial gefällt mir ausgesprochen gut. Diese kleinen marmorierten Steine sind cool. Ja, damit kann man auch irgendwas anderes machen. Das kann man auch bei anderen Spielen als Marker benutzen oder was auch immer. Auf jeden Fall schöne Teile. Spiel sieht cool aus. Kann man ja fürs kleine Geld mal mitnehmen. Das ist absolut Kindheit pur. Das sind so kleine Schaumstoffflieger, die man zusammensteckt. Da sind zwei Teile drin, einmal der Körper und einmal die Flügel. Und dann kann man die halt in die Luft werfen und die fliegen richtig gut. Ich weiß natürlich nicht, ob die gut fliegen. Ich hatte die früher als Kind immer, da waren das aber so Kampfflugzeuge eigentlich eher. Was heißt eigentlich eher? Da waren es Kampfflugzeuge, halt verschiedene Arten von Kampfflugzeugen und die flogen halt super. Der Saurier hier, der ist sehr, sehr ähnlich von der Machart wie die Flugzeuge damals. Ob der Mantis wirklich vernünftig fliegt, ich kann es mir kaum vorstellen, aber na, die habe ich immer im Spielzeugladen gekauft. Als ich noch ganz klein war und nicht viel Geld hatte, dann hast du dann irgendwie deine 2 Mark bekommen und dann bist du in den Laden gerannt und hast dir irgendwas ausgesucht. Und ja, meistens war dann sowas dabei. Da gab es immer so eine Ecke, wo der Billigkram war. Aber hey, die haben halt wirklich Spaß gemacht. Damit hast du halt wirklich danach auch lange, lange gespielt, bis sie dann irgendwann kaputt und oder in Nachbars Garten waren. Wobei letzteres wesentlich öfter passiert ist. Auf jeden Fall cooler Flashback, die wiedergefunden zu haben. Und ich vermute, die sind sogar alt. Also zumindest er sieht sehr, sehr alt aus. Das ist jetzt der zweite Raum, der zu den Leuten gehört, die auch das DSA-Spiel da stehen hatten und wo ich das Schwert schon gekauft habe. Da gab es Comics und zwar zu verschenken. Die Kiste, die ihr da seht, komplett zu verschenken. Ich wollte nicht so dreist sein und alles mitnehmen. Ich habe mir ein paar coole Sachen rausgesucht. Find dann gleich auch noch eine Bravo. Habe ich mir auch gedacht, komm, nimm eine alte Bravo mit. Aber es geht gleich noch weiter. In dem Raum finde ich nämlich noch viel, viel mehr. Ups, das war cool, das nehmen wir noch mit. Die Schlümpfe brauchen wir nicht. Die einzige Bravo, dann nehme ich die mit. So. Das ist dann halt das, was ich dann mit dabei. Ja, genau. Interessant. Ja, die sind cool, die Teile. Aber dann habe ich es jetzt auch. Ja, die Masters-Figuren waren in einer 1-Euro-Kiste. Ihr seht schon, das meiste kostet 1, 2 oder 3 Euro. Ich habe noch eine Bathory-CD gefunden. Da sind noch zwei Spiele für die alte PlayStation. Einfach nur cool. Und ich finde gleich noch was fast viel cooleres, zeige ich euch auch noch. Ach man, der Raum hat es mir echt angetan. Bathory mit Hammerheart. Eine absolut klassische Metal-CD. Bathory sind mehr oder weniger die Erfinder des Viking-Metals, haben ein ganzes Genre geprägt. Den Black Metal haben sie auch gleich noch nebenher mit erfunden, zumindest die zweite Welle. Einfach gut, vor allen Dingen auch eins der Alben, die wirklich Kultstatus haben. Und was noch richtig geil ist, das ist die Erstpressung von Noise. Also keine Nachpressung, sondern die erste. Die müsste so zwischen 20 und 30 € ungefähr wert sein. Also schon ein ziemlich cooles Stück mit ziemlich cooler Musik und in ziemlich coolem Zustand. Booklet einwandfrei, CD sieht gut aus, auch von der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall ein Fund, der mein Herz hat höher schlagen lassen. Jeder, der mit Metal irgendwie,
in Berührung ist, sollte die Band zumindest mal gehört haben. Sehr geil. Harvest Moon Back to Nature. Ja, quasi der Urvater dieses Genres. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Stardew Valley. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Harvest Moon hat das Gleiche halt schon viel, viel früher gemacht. Ihr habt eine Farm und müsst halt da eure Saaten ausbringen. Und ja, das ist genau das gleiche Spiel eigentlich wie Stardew Valley. Nicht ganz so viele Features. Aber war auch auf jeden Fall immer eine sehr, sehr coole Serie. Wir haben einen recht frühen Teil, den PlayStation-Teil. Der ist auch, denke ich mal, so 20, 30 Euro wert. Ich habe da lange nicht mehr geschaut, aber war er zumindest vor ein, zwei Jahren noch. Wahrscheinlich ist er eher teurer geworden. Sehr schöner Fund. Und sehr schöner Zustand, habt ihr ja schon gesehen. Die Hülle ist heile und ihr wisst das ja auch, wenn bei PlayStation 1 die Hülle heile ist, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil die gehen halt ständig kaputt. Anleitung ist drin, CD ist drin und in gutem Zustand. Ja, ein paar Flecken drauf, aber keine Kratzer, sieht fast wie neu aus. Das hat mich ein bisschen überrascht, denn das ist eine Big Box, aber es ist keine PC-Big Box, sondern da ist ein PlayStation-Spiel drin. PlayStation, wer hätte das gedacht? Seven Shoot Games. Ich war erst total geflasht, dann habe ich es aufgemacht und dann ist mir aufgefallen, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. So sieht es dann offen aus und so kennen die meistens auch. So findet man es auch oft mal auf dem Flohmarkt. Ja, ich hoffe, ihr kennt die Spiele alle und habt die durchgespielt. Die sind bestimmt ganz, ganz großartig. Aber hey, es ist eine Big Box. Allein dafür ist es schon cool. Das ist ein richtig geiler Fund. Ihr habt es ja gesehen, das war eine 1-Euro-Kiste und dann liegen da zwei Moto-Figuren drin. Wie gut ist das denn? Einmal haben wir Rattler, er rattelt noch und dann gab es noch irgendeine Funktion, dass er den Kopf raustut und dann halt besonders gefährlich aussieht. Funktioniert noch. Hier ist der Schalter dafür. Ist auf jeden Fall eine Originalfigur. Ja, ist jetzt nicht mehr der absolute Top-Zustand. Aber trotzdem, Rattler ist auch eine etwas seltenere Figur. Der hat natürlich seine Waffe nicht, aber ich glaube, der liegt schon so bei 20, 30. Berichte ich mich, wenn es falsch ist. Ich meine, der ist mit Waffe schon ein bisschen teurer geworden. Ja, und hier haben wir dann nochmal Ram-Man, der auch funktioniert. Ja, auch hier ein bisschen lädiert, aber hey, was soll's, coole Figur. Der ist unheimlich leicht und da ist mir aufgefallen, ich hatte den als Kind gar nicht. Ich habe mir den schwerer vorgestellt und als ich ihn in der Hand hatte, dachte ich erst, boah, ist das ein Fake? Sieht halt auch anders aus als die anderen Figuren, aber das ist wohl so. Auf jeden Fall hübsch. Jetzt habe ich einen Ram-Man aus der alten Master-Serie. Ja, hier auch Zustand gut. Hier fehlt so eine Armschiene, aber auch verrückt, dass die überhaupt noch da ist. Ne? Die gehen natürlich gerne ab. Aber Leute, für 1 Euro. Ich denke, da kann man nichts falsch machen. Hier haben wir noch ein kleines Sammelsurium aus einer Kiste, die auf dem Flohmarkt stand, wo Sachen zu verschenken drin waren. Einmaliger Sonderpreis, 4,50 Euro. Ein Yps-Heft. Sehr cool. Leider war es, glaube ich, das Einzige, was da drin ist. Ich glaube, das hatte ich sogar als Kind. Obwohl, nee, ich glaube, das mit den Edelsteinen hätte mich mehr begeistert. Hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich bin reich. Dann würde ich sagen, ich hatte es vielleicht doch nicht. Dann habe ich noch eine Bravo mitgebracht. Allerdings, weil ich dachte, hey, die ist doch bestimmt auch aus dieser Zeit. Aber die ist wesentlich neuer, denn hier ist Tokyo Hotel noch als Kinder drin. Der Poldi, der Bushido, die wilden Kerle und der X-Tina. Ich glaube, das ist doch die Christina Aguilera, die dann plötzlich anders heißen wollte, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, Monrose war doch so eine Popstars-Band und Zac Efron ist doch jetzt mittlerweile auch schon einigermaßen erwachsen. Na naja, gut, ich schlage die jetzt nicht auf, denn ihr wisst, was da Schlimmes drin sein könnte und ich will das nicht alles neu aufnehmen. Dann gab es noch zwei Comics, einmal Captain Victory und die Galactic Rangers. Habe ich nie gehört, sieht aus wie ein He-Man-Verschnitt, aber dachte ich mir, ne, nimmst du geschenkt doch gerne mal mit. Es erinnert mich aber alles irgendwie, ne, ihr wisst schon, an andere Leute. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine Art Parodie. Werde ich mir mal durchlesen. Auf jeden Fall cool. Das fand ich nice. Das sieht für mich sehr, sehr alt aus. The Spirit kennen wir ja auch. 4,50 Euro. Also vom Cover her würde ich das in die 70er oder so, oder in die 60er datieren. Gucken wir doch mal hier. Spirit erscheint im Nelson Verlag. Bla bla bla. Ah doch, da. Tatsächlich, hier steht's. 77 bei Will Eisner. Ich vermute, The Spirit ist jetzt der älteste Comic, den ich besitze. Obwohl, ich hatte ja noch diese Meteor-Hefte, aber ich glaube, das waren Nachdrucke. Ha, geil. Ein Comic aus den 70ern. Ist auch. Gut, dass ich gefragt habe, sonst hätte ich es nicht rausgefunden. Ja, zuletzt seht ihr jetzt meinen ersten Besuch in diesem Raum.
Da musste ich noch fragen, was die Sachen kosten, weil ich Depp irgendwie diese Schilder nicht gesehen habe, obwohl sie ja eigentlich nicht zu übersehen sind. Aber das Erste, was ich mitgenommen habe, war der komplette Stapel Wrestling-Zeitung, den ihr da rechts seht. Ich glaube, 2,50 war für den Stapel anberaumt. Ich habe sie alle mitgenommen. Und da sind noch die Poster drin und die sind noch in super Zustand. Genial, zeige ich euch jetzt. Ich habe bestimmt 20 dieser Zeitschriften mitgenommen für ein paar Euro. Einfach nur cool, die fand ich vom Cover her einfach schon am schärfsten, deswegen habe ich die nach oben gelegt. Guck mal eben einmal kurz rein. Oh, begeisterte Fans gibt es hier anscheinend auch, die ihre Fotos eingeschickt haben. Ja, so war das damals, da gab es halt noch nicht viel Internet. Wo ein bisschen gab es da schon. Ah, Shawn Michaels, Heartbreak Hit. Ah, sogar das Poster ist noch drin. Leute, wie geil ist das denn? Die Poster sind sogar mindestens zwei. Unglaublich. Ja, da wird man schon ein bisschen wehmütig. Oh Mann, das waren echt coole Zeiten. So, gucken wir nochmal kurz in den zwei andere rein, damit ihr die auch gesehen habt. Und dann ist es auch gut. Macho Man ist am Start, haben wir wieder Shawn Michaels. Ach, cool. Einfach cool. Auch hier Poster, Undertaker ist am Start. Ich habe da noch nicht nach dem Wert geguckt. Ich denke aber schon, dass das heute auch relativ viel wert ist. Gerade die Poster, denke ich mal. Weil die wurden natürlich wahrscheinlich früher immer rausgetrennt, ne? Hier haben wir nochmal Doink, den Clown, 1-2-3-Kid. Das war so einer der letzten, die ich noch miterlebt habe. Das war so ein Techniker, der halt viel geflogen ist und ein bisschen schmächtig war. Den fand ich aber noch ganz cool. War ein guter Wrestler. Ja, richtig cool. Hatten wir wieder Doink. Undertaker war schon am Start. King Kong Bundy. Auch hier die Poster drin, ey. Das ist so geil. Vor allen Dingen, die dann halt in so einem Zustand zu finden mit Postern. Das ist absolut abgefahren. Boah, richtig, richtig geil. Ja, hier haben wir dann noch irgendwie Best of Hulk Hogan. Das scheint nochmal irgendwie ein anderes Magazin zu sein. Hier 100% unabhängig, keine Ahnung. Vielleicht auch was super Seltenes, ne? Ja, Hulk Hogan, glaube ich, immer noch der berühmteste Wrestler. Hier haben wir ihn zum Beispiel mit Mr. T abgefahren. Ich meine, klar, The Rock vielleicht auch durch die vielen Filme, aber ich denke, die meisten verbinden Wrestling immer noch mit Hulk Hogan. Das war echt eine Menge verrücktes Zeug. Ich fand den Flohmarkt genial. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß am Video und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und oder Abend. Man sieht sich. Bye, bye.